Jo Leute, willkommen zu einem kleinen, nein, was heißt ein kleinen, eigentlich zu einem neuen Projekt von uns, beziehungsweise von mir. Manche werden das Spiel vielleicht kennen, manche nicht. Und für die, wo es nicht kennen, würde ich es gerne näher bringen. Es ist EVE Online, eines der größten Online-Spiele, wo es glaube ich gibt, was so den Umfang und die Tiefe angeht. Ja, ich erzähle euch ein bisschen was zu EVE und dann ein paar kleine Einführungen und dann wird es jeden Dienstag und Donnerstag ein Tutorial-Video geben zu einem spezifischen Punkt. Ja, verzeiht mir, wenn ich noch ein paar Sachen falsch erkläre. Ich gebe mein Bestes. Ich spiele das Spiel jetzt seit 3 Monaten und bin jetzt auch noch nicht so der Pro da drin. Hab zwar schon fast 400 Stunden, sogar mehr, 402 Stunden waren es heute, in das Spiel investiert und bin noch ziemlich am Anfang. Also dieses Spiel hat wirklich Langzeitpotenzial. Man ist nie fertig und deswegen reizt es mich auch so sehr. Und was gibt's zu sagen? Es ist ein isländisches Spiel. Also die Entwickler sitzen auf Island. Es ist das Spiel liegt auf einem Server, also die ganze Welt oder die ganze EVE-Welt ist ein Servercluster. Und da kann ich euch mal die Map zeigen. Die findet ihr hier unter dem Beta momentan. Das ist die Welt. Ich hätte jetzt gerne noch in 3D oder auch nicht. Man kann es auch in 3D schalten. Ich benutze. Ah, so, jetzt ist es in dreidimensional. Dieser komplette Cluster liegt auf einem, also dieses Sterncluster liegt auf einem Servercluster, der steht in Island. Und da spielen täglich, oder meist zeitgleich, zwischen 30 und 50.000 Leute. Es sind 5.000 Welten. Die roten sind die gefährlichsten. Da sollte man sich am Anfang nicht aufhalten. Das sind die 0-0-Sektoren oder Minus-Sektoren. Da gibt es keine Regeln. Und wir halten uns hier in dem grünen Bereich auf. Und blau, das sind die Sicherheitsgebiete, wo man von der Polizei geschützt wird. Dazu gibt es in einem anderen Video mehr. Wie gesagt, heute nur ein grober Übersicht über EVE Online, was es hier alles gibt. Und zu jedem Unterpunkt gibt es dann wieder ein neues Video. Also das wären so 1000 Videos oder so. Ja. Jedes Cluster, das riesige Cluster ist noch in Sterncluster aufgeteilt. Wenn ihr da drüber fahrt, zeigt ihr welche, was ein Cluster ist. The Bleaklands und, und. Natürlich gibt es auch eine Suche. Hier kann man auch irgendwo, ja, kann man die Karte, Koordinaten oder die Sternsysteme eingeben. Ja, was gibt es noch? Ich mache jetzt wieder mein abstraktes Ding rein, weil ich mag das, wenn es flach ist, eher. Dann kann man ein bisschen besser die Übersicht behalten, wo man genau ist. Und ja. Also, EVE ist, wie gesagt, eines der tiefgründigsten Spiele. Hier ist es mal ein kleiner Ausschnitt von den Schiffen, wo man sich erwerben kann oder selbst bauen, weil bei EVE kann man jedes Schiff selber bauen. Also es gibt keine, oder ja, wie soll ich das jetzt erklären? Es gibt nichts, was man nicht bauen kann in diesem Spiel. Dies, wo wir hier sitzen, sind jetzt beispielsweise die Industrieschiffe. Das sind die Amar-Schiffe. Dann gibt es noch die Kaldari, die Galant und die Minmanta. Das sind die 4 Hauptcharaktere, wo man auswählen kann. Und das, so sieht dann der Schiffsbaum aus. Das wird aber, wie gesagt, auch alles noch in anderen Videos genauer erklärt, weil das sprengt den Rahmen von der Viertelstunde, was ich mir für das erste Video angedacht habe, wirklich den Rahmen, jede Klasse und Unterklassen und Tech-Klassen zu erklären. Aber auf jeden Fall, ihr schaut mit diesem kleinen Schiff hier. Das könnt ihr euch angucken, das ist 56 Meter lang. Schön. Beziehungsweise mit der Fraktion, wo ihr anfangen wollt. Ihr könnt auch natürlich die Kaldari nehmen. Dann habt ihr die Ibis, bei den Galant, die Valtor und bei den Minmanta habt ihr die Reaper. Das sind alles kleine Standardschiffe, leicht bewaffnet, gerade für die ersten paar Stunden, sehr nützlich. Man bekommt durch das Tutorial, wenn man das spielt, auch noch einige, wie soll ich sagen, größere Schiffe. Von den Kreuzern, Schlachtschiffen, Kreuzer, Fregatten.
Und ja, alle weiteren müsst ihr euch kaufen oder selbst bauen. Bis hin zu den größten, den Titanen. Die sind 18 Kilometer lang. Aber um die zu bekommen, müsst ihr 174 Tage lang skillen, also Echtzeit investieren, um diese überhaupt fliegen zu können. Beim Bauen ist es noch mehr, weil um die Dinger zu bauen, braucht ihr arsch viel Geld und arsch viel Zeit und ja, und. So, bleiben wir bei meiner Klasse. Wie ihr seht, ich habe mir schon ein bisschen gespielt, ich kann schon Schlachtschiffe fliegen. Ja, das mal zu diesem Punkt und die Unterklassen erkläre ich später einmal. Was gibt's, was macht Eve noch so? Das Marktsystem, also das, was man hier alles mal kann, jedes, alles kaufen. Jedes Schiff, jedes, alles, was man sich denkt. Außer Titanen, die sind nicht im Angebot, die einfach zu teuer sind, die kauft sich keiner. Man kann sich die ganzen Schiffe kaufen oder selbst bauen, was selbst bauen billiger ist, aber das kommt auch wieder. Eine Erklärung später in einem anderen Video. Blaupausen bedeuten, dass man die Zeichnungen kriegt. Aber ihr seht schon an den Preisen, dass exorbitante sind. Also das können sich dann nur Corporation leisten. Das sind Zusammenschlüsse. Ich bin mit John zusammen. Wir haben unser Korb, die ist schon ziemlich alt. Ich bin dazugekommen. Und wir haben ein paar Mitglieder. Leider manche ein bisschen länger inaktiv. Wir hoffen, dass sie zurückkommen. Aber ja, kann man nicht genau sagen. Was das noch weiter ist, auch wieder später. Das Marktsystem ist sehr umfangreich. Kann man auch hier kurz zeigen. Es gibt eigentlich alles. Man kann Drohnen, Fertigung, Forschung und Schiff, Skills und Unterpunkte. Modifizierung und. Das bedeutet, um hier was zu spielen zu können, also zu fliegen, wie diesen Zerstörer oder später mal dieses Schlachtschiff, braucht ihr Skills. Und das ist das Einzigartige an Eve. Man muss hier die Skills erlernen. Die laufen per Echtzeit, also ihr müsst nicht immer online sein, weil der dauert 2 Tage, 5 Stunden und der läuft dann auch 2 Tage und 5 Stunden durch. Dafür gibt es eine Trainingswarteschlange, wo das Zeug alles läuft. Bei hier ist ein Skill drin, der dauert noch 9 Tage, bis der durchgelaufen ist, dass ich diesen Effekt, was der bringt, 2% Bonus auf Aufarbeitung von Eis und Erzen. Und ja, dann kann man sich andere Skills, und die bauen aufeinander auf. Also es gibt Skills, wo aufeinander aufbauen. Manche brauchst du nur Level 1, sodass du diese Eigenschaften nutzen kannst. Dann gibt es noch Verbesserungen wie Implantate, die machen dich schlauer, skillest du schneller. Ja, dann gibt es hier die Attribute. Für jeden, der wo anfängt, ich poste natürlich, ihr könnt auch gratis 21 Tage. Wenn ihr den Link in der Beschreibung folgt, ist es ein Trial-Account von mir. Also, ja, ihr kriegt einen Trial-Account, normalerweise sind das 14 Tage. Wenn ich ihn euch gebe, sind es 21 Tage. Und wenn ihr dann euch einen Account kauft, also diesen verlängert, bekomme ich, keine Ahnung, 700 Millionen ISK, das ist die Währung des Spieles. Seht hier. Hab 363 Millionen. Bekomme ich 700 Millionen und ihr würdet dann, wenn ihr weiterspielt, die Hälfte wieder zurückbekommen. Das ist so eine Art Partnerwerbung, also sowas Partnershipping nennt man das, glaube ich. Dass wenn man einen Spieler wirbt, dass man Geld kriegt und Spielzeit. Ja, das ist der nächste Punkt, wo ich noch drauf eingehen will. Die Spielzeit bei Eve, das ist der Knackpunkt, weil ihr müsst für 30 Tage, also 30 Kalendertage, da ist Wochenende, Feiertag, alles mit inbegriffen, euch für 15 Euro momentan kaufen. Also mit echtem Geld. So ähnlich wie World of Warcraft, so, ist was eingefallen. Das müsst ihr euch leider kaufen, aber das Gute wiederum an Eve ist, im späteren Spiel kann man sich diese sogenannten Plaques durch innere Arbeiten, also durch selbst erwirtschafteten Sachen, kann man sie sich kaufen.
Also durch Ressourcenverarbeitung, Missionen, wo man von Agenten bekommt. Beispiel Level 3 Missionen bekommt ihr jetzt so knapp 1 Million ESK und die könnt ihr euch dann kaufen für 800 Millionen. Geht hoch bis 8 Milliarden. Da müsst ihr euch halt immer gucken, was der Preis-Leistung ist. Preisentwicklung könnt ihr euch auch anzeigen lassen, wie so die Preisanletzung im letzten Monat ist. Also um die 800 Millionen. In einem Jahr sind es von, glaube, 600 Millionen oder so, 700 Millionen hochgegangen. Zwischendrin war es mal ein Riesensprung. Das schwankt, weil man die sich ja per Echtgeld kaufen kann und dann reguliert sich der Markt wieder ein bisschen. Aber macht euch keine Illusion, ihr schafft nicht in 21 Tagen euch eine Blex zu verdienen. Also, das ist unmöglich, außer ihr habt einen gute Korb und Hilfe. Dann kriegt man es hin durch Spenden. Aber sonst nicht. Das ist unmöglich, das innerhalb von 21 Tagen. Also stellt euch darauf ein, dass ihr mindestens 3, 4 Monate lang spielen müsst, um euch das dann zu verdienen. Ja, jede Menge Informationen und es werden noch mehr, weil ich habe euch ja nicht mal einen Bruchteil von dieser Leiste hier gezeigt. Und was ich euch aber noch zeigen wollte, ist, wie Eve aussieht. Also im Weltraum, also wenn man abgedockt ist von der Station. Das sind solche NPC-Stationen, die sind nicht angreifbar. Die sind überall vertreten, da gibt es Agentenmissionen und so. Man kann sich solche POS, nennt man das auch, selbst bauen, aber das kommt man auch später hinzu. Auf diesem Planeten, wo ihr hier seht, könnt ihr auch interagieren. Da könnt ihr euer interplanetaren Abbauten machen. Beispiel diesen Planet habe ich bebaut, baue Rohstoffe ab, wo hier vertreten sind. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, es färbt sich ein bisschen. So, da seht ihr, da in diesem Gebiet gibt es viel von diesem noblen Gas. Das kann man abbauen, auch wieder verkaufen. Das ist wieder ein Grundstoff für ein anderes Rohstoffteil. So, und dann gibt es noch Asteroidengürtel. Die zeige ich euch auch noch geschwind. Kommen wir auch nochmal separat dazu. Ich merke schon, das wird ein sehr, sehr aufwendiges Projekt. Aber auch ein sehr, sehr nices Spiel. Also es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Nutzt die 21 Tage. Ob ihr es danach weiterspielt oder nicht, müsst ihr selber wissen. Ich würde es euch empfehlen zu spielen. Es macht sehr Laune, wenn man sich Online-Spiele mag. Ja, das ist so ein Asteroidenbelt, wo man abernten kann. Diese Felsbrocken, die kannst du abernten mit Schiffen. Gibt Geld. Das hier sind Wracks von Drohnen, wo die euch angreifen, weil sonst wäre es ja langweilig, wenn man es hier einfach hier ein Schiff reinstellt und dann stehen lassen kann. Man muss also es bewachen. Das kommt aber auch wieder in einem anderen Tutorial-Video. So, dann warpen wir uns nochmal kurz zu dieser Station. Dass ihr seht, dass es auch unterschiedliche Stationen gibt, nicht nur eine Sorte von Stationen. Ja, puh, das war, glaube ich, nur mal so der größte Brocken, warum Eve einfach geil ist. Schaut es euch an, wie gesagt, nutzt die 21 Tage und ihr könnt uns auch gerne bei unserem Korb die Golden Red Diamonds beitreten. Wir sind auf Mitgliedersuche und ja. Das ist ein alter Korb, sie hat einiges zu bieten und ja. Deswegen, also ja, das ist noch die Station, die nächste. Gibt noch viel größere und schönere als diese hier, das sind jetzt nur so Außenpositionen. Aber ich würde sagen, das war's dann auch mal für das erste Video Eve Online. Es wird jetzt, wie gesagt, Dienstag und Donnerstags kommen. Immer so Viertelstunde, 20 Minuten. Ich gucke, dass ich da immer was vorbereitet habe, was man in diesen machen. Das nächste Tutorial wird über Erzabbau gehen, weil man das als erstes macht. Und dann wird es weitergehen zu Schlachten, Fittings, NPCs und PvP kommt ganz zum Schluss, weil das das Schwierigste an Eve ist. Und ihr werdet merken, die Community ist eine der hilfsbereitesten. Also ihr werdet nicht allein gelassen. Im Hilfe-Chat könnt ihr schreiben ohne Ende. Ihr werdet immer geholfen. Und deswegen ein sehr, sehr geiles Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut rein und ich sage euch bis zur nächsten Folge und ich bin raus. Tschö.
Ah.